Ja, Gott zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII, wo wir ein paar offene Geschichten bezüglich Ausrüstung erledigen wollen, ehe wir in den Nordkrater reinsteigen. Und ich habe beim letzten Mal die Höhle gesucht, hier vorne. Ich habe sie jetzt tatsächlich gefunden. Nach langem Suchen. Sie ist hier vorne. Hier, ganz unscheinbar, hat sie sich versteckt. So, und da gehen wir jetzt natürlich rein. Und was haben wir hier Feines? Die Materia Mimik. Und, hoppala. Und die Materia Mimik sorgt für etwas ganz Tolles, was ich euch jetzt gerade gar nicht zeigen kann. Wem gebe ich die denn? Wir schmeißen die Feindtechnik mal raus. Imitiert alles, was dein Freund vor dir tut. Das bedeutet, macht Cloud einen Doppelangriff, würde Tifa das auch machen. Macht Cloud eine Limit-Technik, wird Tifa genau die gleiche Limit-Technik machen. Das ist eine sehr mächtige Materia, denn wenn Cloud vorher die Ritter der Runde beschwört, die kennt ihr ja noch gar nicht, dann kann Tifa das direkt danach auch nochmal machen. Nur so als Beispiel. So. Die Materia wollte ich noch holen, aber eigentlich wollten wir ja da in diesen, ja, ich nenne es mal Garten. Jetzt verlaufe ich mich wieder. Das war doch gar nicht hier. Das war doch auf dem westlichen Kontinent. Man kann den Chocobo übrigens tatsächlich auch mit auf die Highwind nehmen. Das geht auch. Da gibt es einen Chocobo-Stall. Also ich habe mich völlig verfranst. So, da. Da ist Cosmo Canyon und da oben. Da. Da sind wir richtig. So. Absteigen. Jetzt speichere ich nochmal kurz. Und dann gucken wir uns hier mal um. Du kannst Insekten und Frösche freilassen, indem du die OK-Taste drückst. Die Reaktion der Insekten und Frösche hängt davon ab, wo du sie freilässt. Versuch es also an verschiedenen Stellen. Drücke Wechseln, um aufzugeben. Dann geht's zum Eingang zurück. Okay, wir können große und kleine Frösche aufsammeln. Offensichtlich, hier sind ganz viele kleine. Und natürlich gibt es hier auch entsprechend Gegner. Oh je. Ich befürchte, das sind ganz blöde Gegner. Ich befürchte, das sind so Gegner, die, wo wir ein großes Problem haben, die zu treffen. Ja. Ich glaube, hier müssen wir ein bisschen auf Magie setzen. Auf stärkere Magie. Alter, wie viel halten die denn aus? Okay. Ist ein bisschen nervig, tatsächlich, finde ich. Weil ich ja nicht so zauberaffin bin. Und wenn ja alle Gegner so sind, dann werde ich ratzfatz keine Magiepunkte mehr haben. Vielleicht werde ich dann häufiger weglaufen. Gut möglich, dass ich das mache. Wir schauen mal. Hm.
Okay. Da unten ist was zum Aufsammeln. Was ich jetzt nicht genau weiß. Hupsi. Okay, mit dem Kleinen kann man das auch. Hier waren ja drei kleine Frösche. Die Frage ist nur... Okay, die können wir ganz normal angreifen. Das ist schön. Nur diese Herbstblätter, die sind, glaube ich, ein bisschen doof. Ja, die Gegner sind kein großes Problem. So, dann könnten wir jetzt... Ja, genau, das würde funktionieren. Jetzt springen die aber natürlich beide raus. Wo ist denn jetzt der Kleine hin? Werden die Kleinen verdaut? Okay, die kleinen Frösche werden offensichtlich verdaut und sind dann weg. Von diesen fleischfressenden Pflanzen. Das heißt... Ja, vor denen renne ich jetzt weg. Da habe ich keine Lust drauf. Das heißt, das ist ein One-Way-Ticket. Jetzt gucken wir uns das hier vorne noch an. Zieht uns das? Das zieht uns tatsächlich auch einiges ab hier. Kann man denn... Jetzt muss ich erstmal wechseln drücken. Ne? Wir setzen alles zurück. Was ist denn, wenn ich hier... Kann man hier den Frosch reinsetzen? Na, erstmal wieder ein Kampf. Das bringt mir nichts. Ich könnte zwar den einen bekämpfen, aber gegen die Blätter, das tue ich mir nicht an. So. Na? Okay. Ich habe was aufgesammelt. Gigaschuss ST. Das ist eine Waffe für Sid. Okay, jetzt... Wir brauchen da ja die Kleinen offensichtlich. Die... Oh nein, das ist Angriff von hinten. Tut mir leid. Denn Angriff von hinten bedeutet, wir müssen kämpfen. Flucht unmöglich. Ach, selbst das trifft nicht. Naja, manchmal trifft's. Warten wir mal, was übrig bleibt. Immerhin. Was mich jetzt auch mal interessieren würde, das prüfen wir jetzt mal. Blitz. Hat das jetzt MP gekostet? Ich habe nicht drauf geachtet. Oder ist das auch eine Möglichkeit, kostenlos zu zaubern? Bin mir nicht ganz sicher. Genau, wir nehmen jetzt erstmal... Wir nehmen erstmal die kleinen Frösche und parken sie hier hin. Das ist so das erste Gebiet, wo mich die Zufallskämpfe total aufregen. Weil man ja sich eigentlich auf die Rätsellösung konzentrieren will und dann floppt hier halt immer ein Kampf rein, der eigentlich auch nicht sehr anspruchsvoll ist. Vor allem die hier nicht, ne? Naja. So, jetzt habe ich alle drei Frösche hier. Ich würde dann den
großen Frosch auch mal in die Nähe nehmen. Vielleicht, obwohl da drüben waren ja drei, ne? Den muss ich nicht wirklich mitnehmen, oder? Oh nein! Ja, das ist natürlich... Das haut einen komplett aus dem Flow. Muss ich so sagen. Ich nehme den mal mit. Schneller. Okay, das hat geklappt. Okay. Pistolenclip. Nee, du kommst schön mit. Pistolenclip gucken wir uns an. Okay, das ist für Red. Autsch. Du sag mal. Was soll denn das? So geht's ja nun nicht. So. Dann sind wir jetzt im zweiten Bereich. Haben wir den Frosch noch? Nee, wir haben den Frosch nicht. Wir schauen uns erstmal um. Bleiben. Das ist eine Materia. Die würde ich versuchen zu bekommen. Nö. Nö, nö. Ah, das hat nicht geklappt. Ich sollte langsam gehen, ne? Nee, das funktioniert nicht. Wahrscheinlich muss ich mich von da oben runterlassen. Mache ich denn hier? Das macht aber brutal viel Schaden, oder? Ich nehme dich mal mit. Springen. Okay. Bup, bup, bup. Hat mir jetzt nicht so sehr weitergeholfen, wie ich gehofft habe. Naja. Da vorne ist was zum Aufsammeln. Wie ist denn das, wenn ich euch da reinwerfe? Aber von hier komme ich nirgendwo hin, ne? Das macht da nicht wirklich Sinn. Aber die kann man natürlich nehmen, ohne dass sie verdaut werden. Ich habe sonst auch noch gar keinen Sinn für die... Ach so. Ich verstehe. So, Materia Generalangriff. Was zum Geier ist das denn? Ich weiß natürlich, was es ist. Ich werde es euch jetzt zeigen. Und muss nur überlegen, was ich dafür in die Tonne haue. Das ist zunehmend schwer. Kann ich dir vielleicht ein anderes... Nee, eher nicht. Den AP-Kollektor, da hast du natürlich mehr Platz, aber... Du levelst nicht mehr. Schwerkraft haben wir so gut wie nie genutzt, ne? Obwohl es eigentlich ein sehr starker Zauber ist. Ist eigentlich dumm, dass wir das nicht genutzt haben. Aber andererseits, was wollen wir denn hier noch leveln, ne? Wir lassen es gut sein. Nehmen die zwei wieder mit auf. Denn jetzt habe ich hier, ihr seht das schon, einen Angriff, der auf einen Schlag alle Gegner angreift. Ist das nicht großartig? So, jetzt habe ich natürlich diese Frucht benutzt. Und kann hier nicht weiter, vermute ich. Sei denn, der springt jetzt wohin. Wo
Okay, wir springen rüber. Sehr schön. Oh ja. Ach ja, Barrett hat erstmal ein Limit. So was Dummes. Ich wollte doch gar kein Limit. Ich wollte doch diesen Slash benutzen. Naja. So, wir haben nämlich jetzt dadurch eine Konstellation, die phänomenal ist. Cloud kann 2 Angriffe auf einmal machen. Barrett kann alle gleichzeitig angreifen und Tifa kann alles imitieren. Ihr versteht, wie großartig das sein kann. So, jetzt gucken wir uns erstmal hier noch um. Ist das eine Höhle? Bitte? Bitte was? Nee, das will ich nicht. Da sind wieder die zu schwer zu treffenden. Das klingt sehr seltsam. Wir können natürlich hier weiter. Können aber auch versuchen, da. Dann möchte ich erstmal da lang. So, Barrett. Deine Stunde schlägt. Ich möchte es einmal sehen. Slash. Und du imitierst dann den Slash. Ja, das ist halt phänomenal, ne? Das ist eine phänomenale Kombination. Huch. Wo sind wir denn jetzt? Ach, ich verstehe. Minerva-Reif. Gucken wir mal, was der kann. Ich weiß wieder nicht, wo er ist, ehrlich gesagt. Vielleicht ist die Übersetzung wieder anders. Keine Ahnung. Vielleicht war es doch dieses Mysterium. Und jetzt kommen ihn nicht mehr da hoch. Das ist nicht weiter schlimm. Springen wir halt wieder rüber. Ich würde aber noch mal gern da hoch. Da gab es doch noch einen anderen Weg. Da konnte man doch noch den Baumstamm hoch, oder? Jetzt ist hier aber nur ein... Nee, beide Frösche sind wieder da. Sehr schön. Also wenn man neu ins Bild kommt, sind auch alle Frösche wieder da. Barrett. Komm. Ja, ich wollte gerade sagen, beim Angriff von hinten wird uns wohl der Angriff gelingen. So. Wupp. Wupp. Und wieder nach oben. Und jetzt gucken wir mal, ob wir nach oben können. Können wir. Können wir auch da lang? Wow. Okay. Typhon. Ach, das war eine Materia, ne? Klar. Schauen wir mal, was Typhon ist. Ah. Eine weitere Beschwörungsmateria. Wo ich jetzt ernsthaft überlege. Wer die bekommen sollte. Kuyata. Statt Kuyata vielleicht. Ja. Machen wir es mal so. Kann man jetzt wieder zurück? Ich habe sonst ein Problem, wenn ich nicht zurück kann. Ich will nicht alles zu. Ich will nicht komplett zurückspringen. Na, es geht. Wunderbar. Und hier konnte man dann noch nach unten gehen. Das tun wir natürlich auch.
Moment, hier können wir dann nach hier und hier aber nicht rüber. Warum nicht? Warum kommen wir da nicht rüber? Er hat sich mir jetzt so nicht erschlossen. Vielleicht so? Ah ne, wir bräuchten jetzt vielleicht einen großen Frosch. Den wir aber nicht kriegen. Ich setz mal die Frösche zurück. Wie kommen wir hier rüber? Das erschließt sich mir gar nicht. So weit, so klar. Und das kann ich dann benutzen, um da lang zu kommen. Nur hilft mir das nicht. Okay. Aber oben lang war es halt auch nicht. Das Einzige, was ich seltsam finde, ist das hier. Dieses Geräusch, was bedeutet das? Hier sind halt auch gar keine großen Frösche, deswegen kann das eigentlich nicht sein, dass das was damit zu tun hat. Gucken wir nochmal hier oben. Aber da gab es auch nur diese eine Stelle zum Runtersteigen. Deswegen... Eher nicht. Deswegen eher nicht. Also jetzt sind wir ja weiter drüben. Wenn wir hier jetzt runterkämen, irgendwie. Aber hier gibt es halt gar keine Stelle zum Runterspringen oder so. Das ist schlicht nicht richtig. Ach. Was natürlich auch noch sein kann, ist, dass man so einen Frosch in den Baum setzen muss. Das könnte ich noch probieren. Und ansonsten würde ich es gut sein lassen. Also das ist jetzt nicht... Ach, du bist so dumm. Was ist denn jetzt los? Ich glaube, jetzt habe ich mich verbaut. Weil ich den Frosch mitgenommen habe, habe ich mich verbaut. Und die Frucht ist weg. Die Frucht ist weg. Ja, die Frucht ist weg. Kann ich jetzt hier nicht mehr... Ich weiß auch nicht, warum sie weg ist. Davon mal abgesehen. Ich kann ja hier wieder hoch. So schlimm ist es nicht. Aber ehrlich gesagt, was soll... Ja, ich wollte ja noch den Frosch versuchen, in den Baum zu setzen. Genau. Das machen wir noch. So, soweit so klar. Hier geht's aber nicht hinten lang oder so. Nein. Oh. Die Kämpfe hier sind wirklich total nervig. Es ist einfach so, ne? Also das ist wirklich komplett annervend. Wenn man so ein Rätsel hat und man wird dann immer gegängelt mit diesen Zufallskämpfen.
Ich sollte kurz heilen. So. Das probieren wir jetzt noch. Aha. Okay. Wenn das tatsächlich funktioniert, dann kommen wir auch noch in die Höhle. Muss mal kurz wieder die Frösche zurücksetzen. Dann müssen wir allerdings da oben rum und dann haben wir nur einen Versuch und müssen schnell sein. Wer guckt jetzt falsch rum? Du guckst falsch rum. Und ihr guckt beide falsch rum, richtig? Jawohl. Okay. Wupp. Und wupp. Da oben lang. Ich hoffe, es ist nicht zu ermüdend. Aber ich finde die Rätsel eigentlich mal eine willkommene Abwechslung. Wie gesagt, das Einzige, was mich stört hier, sind die Kämpfe. Aber gut, das ist ja nicht das Allerschlimmste. Das überleben wir. Wir haben schon über 30 Stunden mit Zufallskämpfen verbracht. Alles gut. So, meine Idee ist jetzt tatsächlich, wenn wir schnell genug sind und den großen Frosch holen, bevor der kleine verdaut wird, dann können wir den großen Frosch da hinten reinsetzen und drüber springen. Hallo? So, dann beeilen wir uns mal. Es kommt mit Sicherheit wieder ein Kampf. Ja, es war so klar. Gut, beim Kampf läuft ja die Zeit mit den Fröschen nicht. Insofern. Aber nervig ist es allemal. Schnell, schnell. Es ist gelungen. So. Und das katapultiert uns jetzt bestimmt darüber. Irgendwann. Jetzt. Ja, perfekt. Genau hier wollte ich doch hin. Muss ich mal kurz meinen Siegestrunk trinken? So. Wenn man trinken muss, muss man trinken. So, wo kommen wir hierher? Erstmal neue Gegner. Natürlich. So, jetzt kann Tifa auch mal beide angreifen mit Mimik. Rums. Und die scheinen aber tatsächlich ein bisschen stärker zu sein, ja? Naja, es ging. Okay. Heili, heili, heili. Das ist jetzt nicht wahr. Ich glaube, ich habe was verpasst. Freunde, ich habe was verpasst. Ach, wie doof von mir. Aber wir wissen jetzt, wie es geht. Oh. Da musste ich niesen. Das ist die Strafe. Das ist die Strafe für Dummheit. Oh Mann. Also war wirklich selten dämlich. Ich hätte da links lang gemusst wahrscheinlich. Da hätte was gelegen. Und dann bin ich durch den Ausgang rausgegangen. Das war aber auch keinesfalls ersichtlich.
wir nehmen es, wie es ist. Wir nehmen noch ein bisschen Items und Erfahrungspunkte. Und wenn euch das jetzt zuwider ist, könnt ihr gerne vorspulen. Kein Problem. Ich werde mich jetzt hier nur einfach noch einmal durch den Wald rätseln. Wobei es ja jetzt nicht mehr rätseln ist. Ich meine, man weiß ja jetzt, was man machen muss. Dann geht's eigentlich recht fix. Das letzte Rätsel mit dem großen Frosch war ein bisschen tricky. Tatsächlich. Muss ich sagen. Aber es wäre ja sonst auch zu langweilig, nicht wahr? Springen. Wupp. Schwupp, 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 schwupp. Mit dem Großen können wir dann direkt darüber. Na komm. Dankeschön. So. Déjà vu. So, wieder nach oben. Das wäre, also das Rätsel werde ich Zeit meines Lebens nicht mehr vergessen, glaube ich. Und das dann noch zwei, dreimal machen muss. Aber gut, ich bin ja selber schuld. Ich hätte ja genauer gucken können. Kein Vorwurf hier. Na kommt schon. So, dann wollen wir mal. Nein, nicht die andere Mücke holen. Mücke ist es ja nicht. Frosch holen. Ach nö. Erwähnte ich, dass mir die Kämpfe hier ziemlich auf den Geist gehen? Ich glaube, ich erwähnte es. So schnell sie auch vorbei sein mögen. Es nervt. So. Schmeiß rein. Oh. Schmeiß. Geht doch. Okay. Timing ist alles. Wir beeilen uns wieder. Aber was einmal gelungen ist, wird auch nochmal gelingen. Es ist gelungen. Okay. So, dann nochmal in die Höhle. Hopp. Na? Schön. So, dann gehen wir da durch den Ausgang wieder raus, oder? Ja, da. Ich hätte einfach nach rechts gehen sollen. Apokalypse. Oha. Klingt böse. Ach, das ist aber leider gar nicht so böse. Aber es hat dreifache Materia-Wachstumsrate. Das ist also zum Leveln perfekt. Eine Sache, die ich ja gar nicht machen werde. Also haben wir uns die Zeit wahrscheinlich umsonst angetan hier. Aber es war für euch vielleicht interessant. Jetzt, wenn ihr das mal selber spielen wollt, wisst ihr, wie man an diese Waffe kommt. Aber jetzt noch was. Elixier. Naja, Elixier ist immer gut. Warum werde ich denn jetzt hier immer von hinten angegriffen? Was soll das denn? Ja.
die in den Höhlen, die halten irgendwie viel mehr aus, ne? Naja. Es gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Okay. Dann werden wir jetzt tatsächlich... Was machen wir jetzt? Ich überlege. Ich glaube, es gibt halt noch eine Höhle, die wir noch nicht besucht haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das sollten wir dann vielleicht noch machen. Mit unserem Choco. Nehmen Sie Platz. Die liegt ganz im Osten. Ich glaube, die haben wir noch nicht gemacht, tatsächlich. So, und dann als Vorausschau, wenn wir das gemacht haben. Es gibt natürlich noch zahlreiche Sachen, die man jetzt erledigen könnte. Man könnte zum Beispiel im Gold Saucer in den Ring steigen mit Cloud und da alle Kämpfe gewinnen, um sein viertes Limit zu erreichen. Das gleiche gilt auch für die anderen Charaktere. Aber die vierten Limits sind meist auch ein relativ großer Grind, der uns dann doch von der Handlung abhält. Da ist die Höhle. Und ich denke mal, wir alle wollen jetzt eigentlich in den Nordkrater, oder? Und Sephiroth es endlich zeigen. Quadra-Zauber. Auch eine sehr geile Materia. Und jetzt muss ich ernsthaft überlegen... Du trennst dich jetzt von Leviathan. Führt beliebigen Zauber viermal aus. So. Jetzt könnt ihr euch denken, was passiert. Was hier? Ne? Also... Das Einzige, was ich nicht weiß, das sollten wir jetzt einmal ausprobieren. Aber mit was für einem Gegner könnten wir das ausprobieren? Das hält ja keiner aus. ich speichere mal kurz. Ich weiß nicht, was für Gegner hier rumgammeln. Und dann machen wir das mal kurz als letzte Aktion heute. Ein vierfacher Ultima-Zauber. Ah, super, wir sind hier auf dem Kontinent, wo gar keine Gegner sind. Doch. Das wäre es noch gewesen. So, Zauber. Ultima. Einmal. Ja, super. Ja gut, wir werden zu einem späteren Zeitpunkt, werden wir das noch rausbekommen, denke ich mal. So, ja, ich bin mir jetzt echt uneins, wie gesagt, wie wir mit den vierten Limits umgehen. Mache ich das offscreen? Mache ich das gar nicht? Das muss ich mir überlegen. Also, Let's Play-mäßig würde ich jetzt schon gerne in den Nordkrater steigen. Ich bleib mal hier. Ja, ich denke, ich steige in den Nordkrater. Ich lasse die Limits Limits sein. Wenn ihr wissen wollt, wie man die bekommt und was die machen, da gibt es ja hunderte Möglichkeiten, das im Netz rauszukriegen. Aber wir haben uns ja von Anfang an auf die Story fokussiert und die letzten zwei Teile waren ja schon eher ein bisschen letzte Sachen einsammeln.
Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge steigen wir dann in den Nordkrater. Zum Showdown. Hinab. Auch das wird wahrscheinlich mehrere Folgen in Anspruch nehmen, da kann ich euch schon mal beruhigen, aber es geht dem Ende entgegen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut, bis dann. Ciao.